Hallo Julian, wie war's denn in der Kita? Hey! Ja, Mama, alles Paletti, alles wie immer. Also nicht der Rede wert, war alles gut, wie immer. Ich bin dann oben. Wenn's Essen gibt, kannst du mich ja rufen. Okay, also besonders gesprächig war er ja nicht gerade. Ich werde mich mal ans Mittagessen machen. Oh, das war so ein anstrengender Tag heute. Und das nur in der Kita. Was passiert denn, wenn ich in die Schule muss oder wenn ich arbeiten muss? Och, nö. Aber naja, solange ich noch nicht erwachsen bin oder noch nicht zur Schule muss, kann ich ja Emma ärgern. Hey Emma, ach, Emma, bist du am Schlafen? Emma, was machst du da? Was schreist du hier so Aufstehen, rum? Nein, ich aufstehen! mache Mittagsschlaf. Siehst du das nicht? Ja gut, entschuldige, ich wusste ja nicht, dass du am Schlafen bist. War ich jetzt zu laut? Ich wollte einfach nur spielen mit dir. Entschuldige bitte, gnädige Frau. Was hast du gesagt? Spielen? Moment, ich komme! Okay, also jetzt, wo ich nicht mehr schlafe, was wolltest du denn spielen? Das habe ich mir gar nicht überlegt. Wie wär's denn mit Verstecken? Das haben wir lange nicht mehr gespielt. Okay, ich verstecke mich. Du musst suchen. Oh, hier wird er mich niemals finden. Ich bin so gut versteckt wie ein Maulwurf in seinem Maulwurfstunnel. Denkt ihr jetzt wirklich, ich werde die nie finden? Oh Mann, ich gebe ihr vielleicht eine halbe Minute, dann habe ich sie gefunden. Was? Was? Also, ich muss schon sagen, Emma, ich glaube, das ist das schlechteste Versteck, was es jemals beim Versteckenspielen gab. Also, ich sehe dich doch. Aber, oh Mann, warum? Ich habe mich so gut versteckt und du hast mich schon gefunden. Oh Mann, ich dachte, Verstecken macht Spaß, aber Emma, du musst dich auch ein bisschen anstrengen. Also, so wird das nichts. Du hast geguckt, wo ich mich verstecke Nein! und dann Oh, hast du mich ganz Emma! leicht gefunden. Ja, so war das. Willst du mir jetzt etwa sagen, ich schummle? Ich schummle beim Versteckenspiel? Nein, das mache ich nicht! Das mache ich nicht! Vielleicht nur ab und zu mit Hannah, aber nicht mit dir! Nein, das habe ich nicht gemacht. Essen kommen, Mittagessen ist fertig. Julian, Emma. Ich mache sowas nicht! Ich komme, Mama. Das sieht ja lecker aus. Würstchen und Kartoffelbrei. Lecker. Und das? Ist das der Julians Platz, Mama? Ja, eigentlich sollte Julian da sitzen. Wo bleibt er denn? Oh, gib schon Essen, ich komme. Oh, wehe, es gibt wieder Spiegelei. Wehe, davon kriege ich immer voll die Blähung. Ich habe ganz vergessen, was zu trinken auf den Tisch zu stellen. Emma, was willst du denn trinken? Ach, nur Wasser, Mama. Schon gut. Mal sehen, wie Julian das finden wird, wenn sein Besteck sich versteckt hat. Dann wünsche ich euch beiden mal einen guten Appetit. Voll witzig, Mama. Und womit soll ich essen jetzt? Mit meinen Fingern oder wie? Wie geht das denn? Wo ist denn hier Gabel und Messer und Löffel? Wo sind die Sachen? Ach, Julian, habe ich vergessen, dir Besteck zu geben? Ich war mir so sicher, ich habe das doch auf den Tisch gelegt. Tut mir leid. Julian, ich glaube, dein Besteck, das hat sich versteckt. Emma, warst du das? Du warst das, oder? Ich habe jetzt keine Lust auf Verstecken spielen. Oh, ich habe Hunger. Sag, willst du, dass ich hier nichts mehr esse oder wie? Mama, das ist voll unfair, was sie Ach, macht. kein Problem, ihr zwei. Nicht streiten. Hier, Julian, dein Besteck, Gabel und Ja. Messer. Boah, Emma, ich sag dir, du bist sowas von dran, aber als erstes muss ich jetzt was essen und danach spielen wir Verstecken und ich werde mich so gut verstecken, du wirst mich niemals wiederfinden, außer wenn ich dann wieder erwachsen bin. So, Kinder, ihr könnt mir auf jeden Fall helfen, die Geschirrspülmaschine einzuräumen. Das ganze dreckige Geschirr hier rein. Ja, gut, ausnahmsweise, Mama, das kriege ich hin. Hier, Super bitteschön. machst du das, Julian. Ich mach gar nichts. Ich bin nicht da. Ich bin versteckt. Oh, siehst du Mama, was sie macht? Sie will sich vor der Arbeit drücken, aber sowas würde ich ja niemals machen, also nur ab und zu. Also sie will unbedingt wieder Verstecken Ach, spielen. Julian, ärger dich nicht. Du, Mama, reicht das jetzt? Ich habe noch ganz, ganz dringende Sachen zu tun. Ich muss gerade weg. Ach, kein Problem, Julian. Geh du ruhig mit deiner Schwester spielen. Ich finde das toll, wenn ihr euch so gut versteht. Was? Wir verstehen uns gut? Das wäre mir was Neues. Ich gehe jetzt nach oben. Ich werde dir eine richtige Lektion erteilen in Sachen Verstecken spielen. Okay, Julian, jetzt geht's weiter. Als nächstes musst du dich dann verstecken. Du hast mich ja schon gefunden, weil du geschummelt hast. Wie bitte? Ich soll geschummelt haben? Also bitte. Ich mach sowas nur ab und zu. Mit Hannah, mit dir nicht. Und außerdem, ich bin der Meister im Verstecken. Emma, ich versteck mich jetzt. Und du zählst, also Zählen? die Zahlen, die du kannst. Und dann kommst du einfach irgendwann raus. Aber ich kann auch gar nicht zählen, nur bis fünf. Eins, Ja, dann mach zwei, das. drei, vier, fünf. Oh, Emma, doch nicht so schnell. Ich muss mich doch erstmal verstecken. Weißt du was? Sing einfach ein Lied oder so. Ich kann kein Lied. Oh Alle Mann, wo kann ich meine mich denn verstecken? Wo kann ich mich denn Engel verstecken? Im Bett? Da wird sie mich schwimmen finden und auf unterm dem Bett auch. See. Aber wie wär's denn, wenn. Aber Schwimmen auf natürlich, da dem wird sie mich See. niemals Köpfchen finden. Das wird so unter gut. Wasser, Pflänzchen in die Höhe. Ich komme! Also, wenn Emma bei der Polizei ist, dann findet sie mich vielleicht. Sonst kann man mich ja hier oben niemals finden. Julian, wo bist du denn? Mäuschen, mach doch mal Piep! Wie sie mich in meinem Zimmer sucht. Die wird mich ja niemals finden. Ich bin wirklich der Meister im Verstecken. Oha, Julian ist nicht in seinem Zimmer. Wo kann er denn noch überall sein? Im ganzen Haus. Ah, hab ich dich. Oh, im Schrank ist er nicht. Es gibt noch mindestens eine Million andere Verstecke hier in diesem Haus.
Ich glaube, alleine finde ich ihn nicht. Vielleicht kann ich meine Mama fragen, ob sie mir hilft. Mama, Julian und ich, wir spielen Verstecken, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Kannst du nicht mir helfen beim Suchen? Emma, ich will mich eigentlich gar nicht in euer Spiel einmischen, aber ich weiß nicht, wenn da Erwachsene mitmachen, ist es doch ziemlich langweilig, oder? Oh, jetzt ist doch mal gut. Warum findet die mich denn nicht? Weil wenn die mich nicht findet, dann bleib ich den ganzen Tag hier oben und langsam muss ich echt pinkeln. Ach, was soll's. Ich kann ja einfach mal mit gucken gehen. Ich bin einfach im Hintergrund und du suchst ihn. Ich könnte ja auch einfach wieder runtergehen, aber... Oh Mann, war das denn so hoch? Oh, toll, was mache ich denn jetzt? Oh, klasse, Julian. Super Idee, dass du dich hier auf dem Dach verstecken willst. Wie kommst du denn hier wieder runter? Hilfe! Hilfe! Oh, da ist ja Mama. Mama, Mama, ich bin hier oben, Mama! Wo steckt er denn? Mama! Also, ich hätte schwören können, dass ich hier gerade Julians Stimme gehört habe. Der muss hier irgendwo sein. Hast du ihn auch gehört, Emma? Mama! Oh, ich weiß, dass ich mich super versteckt habe, aber ich bin hier oben, Mama. Hallo, Blindfisch. Hey, du da. Julian, um Gottes Willen, was machst du denn auf dem Dach? Endlich. Ah, da hab ich dich, Julian. Ich hab gewonnen. Nein, du hast dich ganz laut versteckt. Mama, ich wollte mich hier nur verstecken, weil wir Verstecken spielen. Aber Emma, die hat mich nicht gefunden, also habe ich gewonnen. Aber irgendwie komm muss ich jetzt hier runter. Auch langsam runter. Aber das ist zu hoch. Julian, was soll das heißen? Du bist doch auch irgendwie da hochgekommen. Also komm jetzt wieder runter. Oder geht das nicht? Oh Mama, das hätte ich doch schon längst gemacht. Es ist viel zu hoch. Julian, komm jetzt komm runter. Endlich da runter. Du hast verloren. Ach du Schreck, Julian hat schon wieder Sachen gemacht. Oh, das geht doch wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Ich werde jetzt Martin anrufen. Vielleicht hat der eine Idee, wie wir ihn da runterkriegen. Hey Martin, alles klar da oben? Kriegst du ihn dann runter? Julian, ganz ruhig. Nimm jetzt einfach meinen Arm und dann gehen wir runter. Wir kriegen das hin, mein Junge. Oh, Papa, kannst du nicht ein bisschen näher kommen, bitte? Ich komme da nicht dran. Ich gebe doch mein Bestes. So, damit wäre unsere Arbeit hier getan. Was für ein Einsatz bei Familie Vogel. Das hätte ich ja niemals erwartet. Julian, schön, dass du wieder in deinem Zimmer bist, aber ich will dich nie wieder auf dem Dach spielen sehen. Das ist kein Spielplatz da oben. Ja, Papa, ich weiß, das war auch nur ein Versteckspiel, aber ich mach's nie wieder, versprochen. Ja, Julian, bitte, weil wenn du da runtergefallen wärst, dann hätte das ganz böse enden können. Ja, Papa, ich weiß, aber das war nicht meine Idee, das war Emmas Idee. Oder war es doch meine Idee, ich weiß es nicht. Papa, es tut mir leid. Jetzt gibt's endlich zu, Julian, du hast verloren. Ich hab gewonnen, das Versteckspiel, weil du ein richtig schlechter Verstecker bist.